Mit etwas Glück bilden Wüstenrosen Samenkapseln aus, die aufplatzen, wenn sie reif sind. Da die Samen in der Regel gut keimfähig sind, ist eine Aussaat sehr einfach. Das Frühjahr ist der perfekte Zeitpunkt dafür, aber prinzipiell kann das ganze Jahr über gesät werden. Ich entferne die reife Samenkapsel und entnehme die Samen. Sie hängen an feinen Schirmchen, die dazu dienen, dass die Samen leichter vom Wind erfasst und verteilt werden können. Bei der Aussaat ist es nicht nötig, sie zu entfernen, wer möchte, kann es aber tun. Bei mir kommt eine Mischung aus Blumen- und Kokoserde sowie Sand zum Einsatz. Das Substrat ist locker, kann aber gut Feuchtigkeit aufnehmen und halten. Die Samen werden auf die Erde gelegt und mit einer dünnen Schicht Erde bedeckt. Die Erde wird durch Gießen angefeuchtet. Dann stelle ich den Anzuchtbehälter in einen lichtdurchlässigen Kübel mit einer Abdeckung, damit die Feuchtigkeit besser gehalten wird und ein feuchtwarmes Klima entsteht. Hierfür kann natürlich auch ein Zimmergewächshaus verwendet werden. Bei einer Temperatur zwischen 20 und 25 Grad klappt die Keimung am schnellsten. Nach einer guten Woche sollten sich bereits die ersten Pflänzchen zeigen, die in weiterer Folge auch relativ schnell wachsen. Die wärmebedürftigen Pflanzen können über den Sommer an einem sonnigen Platz im Freien gestellt werden, müssen im Herbst aber wieder ins Haus. Durch entsprechende Schnittmaßnahmen können aus den jungen Pflanzen langfristig schöne und interessante Bäumchen erzogen werden, die nicht nur durch ihre Blüten, sondern auch ihre Wuchsform begeistern.